Ja, und herzlich willkommen zurück zum Skynet Truck Driving Simulator. Heute fangen wir an mit der Baustelle. Die Arbeitgeber auf einer Baustelle erwarten schon ungeduldig deine Ladung. Baumaterial bestellen. Baustellen sind immer etwas heikel, sei also vorsichtig beim Rangieren. Wenn du auch nur ein leicht gegen die Maschine oder das Baumaterial stößt, kann das sehr teuer werden. Also pass auf. Okay. Let's go. Wir haben hier Glas geladen. Und einen Auflieger wieder mal, der sehr weit hinten seine Achsen hat. Was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht. Wieder mal geht's über Kies. Alter, was? Da lang? Es geht jetzt schon niemals. Es passt nicht. Nope, das passt absolut nicht. Müssen den Auflieger irgendwie vorher schon nach hier links rüberbringen, aber ganz nah nach links. Und wahrscheinlich wieder mal so ein bisschen weirden Stuff hier machen, indem wir hier nach vorne fahren. Dann leicht rückwärts nach rechts. Was immer noch nicht so gut ist. Egal, wir versuchen es trotzdem. Knappes Ding. Das einzige, was gut an dem Auflieger ist, er schwenkt hinten nicht aus. Oder zumindest nicht so sehr wie andere Auflieger. Okay, so könnte es klappen. So sieht es zumindest gut aus, dass wir da vielleicht rumkommen. Oder ehrlich gesagt auch nicht. Oder vielleicht doch. Hier war jederzeit gleich den Sound zu hören, das wieder anstoßen. Okay, das hat geklappt offensichtlich. Aber wir sind noch nicht durch. Das Ganze nicht unbedingt besser macht.
Schlimme ist ja wahrscheinlich, ist das ziemlich realistisch in Baustellen. Dass man so enge Sachen machen muss. Shit. Habe ich nicht gesehen, dass genau vor mir die andere Barke ist. Achso, diese Betonabsperrung hier meine ich damit. Oh, schön. Da kommt gleich die nächste Absperrung. Millimeter für Millimeter kämpfen wir uns da durch. Sieht gut aus. Jetzt kommt die Mauer. Sieht alles immer noch gut aus. Ich glaube, da sind wir ungefähr vorbei. Sorry, bin ich wieder ins Mikro gekommen. Okay, rechts haben wir ein bisschen Platz. Links passabel viel Platz. Hinten sieht es auch gut aus. Puh. Junge, Junge. Und das ohne einen Schaden. Sehr nice. Perfekt. Wahrscheinlich sind andere viel schneller. Aber gut. Reparaturarbeiten am Kraftwerk. Ein wichtiges Element für ein Notstromaggregat muss zwecks Erneuerung abtransportiert werden. Fahre vorsichtig durch das im Wiederaufbau befindliche Kraftwerksgelände und erreiche die Ausfahrt. Es empfiehlt sich ein Höchstmaß an Konzentration. Okay, warte, ich warte noch mal kurz ab, zum Schauen, wie es aussieht. Wir haben ein bisschen Überhang auf beiden Seiten. Sollte nicht allzu schlimm sein, das hier. Da wird schon ein bisschen kritisch. Okay, ich glaube, die Walze da vorne wird sein, was uns ziemliche Schwierigkeiten machen wird. Wir haben hinten einen leichten Überhang wieder. Holy smokes. Wie soll man das jetzt schaffen? Ja gut, okay. Habe ich vorhin bei ein paar anderen Dingen ja auch schon gesagt. Und dann habe ich es ja doch geschafft. Aber hier frage ich mich das jetzt wirklich. Ich meine, die steht mitten im Weg. Also wenn, dann werden wir wahrscheinlich einfach eine Barke mitnehmen müssen, wie es aussieht. Da hinten rechts kommt gleich der Auflieger an die Wand. Millimeterarbeit. Millimeter.
Okay, was ist jetzt hier schlauer? Für mich sieht das ja eigentlich schlauer aus, hier uns irgendwie durchzuquetschen, falls das überhaupt möglich ist. Ja, doch, das sieht möglich aus. Auch wieder Millimeter. Das wäre es jetzt noch gewesen, da hinten mit dem Auflieger ranzukommen ans Auto. Okay. Wir haben es geschafft. Crazy. Hätte ich ehrlich gesagt jetzt wirklich nicht gedacht, bei der Walze da vorne voran. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Werbefilm. Eine Produktionsfirma benötigt für einen Werbefilm dringend einen Bühnenteil. Sie ist bereits spät dran und jede weitere Verzögerung wird sehr teuer. Eine Beschädigung des Bühnenteils während des Transportes wäre unakzeptabel. Sei schnell und präzise, mache der Filmcrew diesen Drehtag nicht kaputt. Okay. Lass nochmal schauen. Rückwärts. Dann da vorwärts durch. Da wenden. Das hier sieht schwierig aus. Okay. Können hier rückwärts rechts rein. Obwohl dann LKW steht und aufliegen. Aber es sollte passen, wenn ich es jetzt nicht schon vergeige. Okay, wir werden das Ganze sehr checkneifen, wie es aussieht. Naja, ungesund für den Trailer, aber gut für uns. Solange wir das schaffen. Sieht gut aus. Ah, diese scheiß Paletten hier. Nicht wirklich gut hingestellt, das Ganze. Aber sieht auch passend aus. Hätten wir schon mal ein kurzes Stück hinter uns. Jetzt einmal hier in die Drehung. Sieht auch ganz passabel und machbar aus. Ja. Direct Line. Schlecht, dass ihr beide hier stehen müsst. Das sollte passen. Jetzt wird es schwierig. Also das erste hier wahrscheinlich nicht an dem Auto hier vorbeizukommen, aber dann wieder rechts zurück. Okay, da sind wir vorbei. Müssen wir jetzt hier leider aufs Gras. Ich glaube, das dürfen wir hoffentlich. Sonst wäre das hier nicht machbar. Natürlich muss das Auto hier noch stehen. Ist ja klar. Aber wir haben es geschafft. Und ich glaube, das war der letzte Auftrag. Bei den gefährlichen Strecken. Sehr schön. Dann bleibt uns eigentlich nur noch der Reaktionstest.
Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge vom Skynet Truck Driving Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.